Ihr habt meine körperliche Gestalt befreit. Ich bin euch ja so dankbar. Warum das alles? Ich bin nicht sicher. Mein Geist ist noch verwirrt. Der Röxtil av Valkyria. Das ist das Letzte, das ich noch weiß. Was? Valhall wartet. Ich muss zurück. Was ist das, Mimir? Ein Ratsaal sozusagen, tief verborgen in Midgard. Die Walküren brauchten oft einen Ort, um sich fern von Odins neugierigen Blicken zu beraten. Sie glaubten sich unbeobachtet, doch der Allvater sieht alles, wie es ist. Wo ist er? In der Nähe des Wegs zu Tamurs Meißel. Der Eingang liegt links von den beiden Ruderstatuen. Das hast du dort aber nicht erwähnt. Zu der Zeit wusste ich ja noch nicht, dass wir Walküren jagen. Finden wir da heraus, warum die Walküren so sind? Der Raum hatte eine besondere Bedeutung für sie. Dort werden wir ganz klar.
Mimir, wenn du die ganze Zeit wusstest, dass wir Götter sind, wieso erzählst du uns dann etwas von Odin, der vor uns nach Jötunheim gelangen will oder so? Sie wollen uns doch wohl eher tot sehen, weil wir Götter sind und eine Bedrohung für sie. Vermutlich können wir das nicht ausschließen, aber Odin ist äußerst schlau und seine Pläne sind... Genug von Odin und seiner blöden Familie. Skrupel, die umzubringen. Mutter meintet immer, alle Götter sind böse. Aber wir sind es nicht. Tyr war es nicht. Freya auch nicht. Die Asengötter, die sind böse. Und weißt du was? Odin hat recht. Wir sind eine Bedrohung, weil wir wissen, was sie sind und dass wir siegen können. Naja, nicht alle von ihnen. Noch nicht. Magni hat's versucht und er ist tot. Sie sind nicht besser als wir. Sie werden das alles bereuen. Tor!
tadelte mich. Mich. Für deinen Mord an Magni. Mein eigener Vater nannte mich feige. Er hat wohl noch mehr getan. Hau ab, sonst bringen wir das zu Ende. Ich bring dich um. Nein. Er ist besiegt. Wozu ihn töten? Ich will, dass er für seine Worte büßt. Ich sagte nein. Aber wir sind Götter. Wir tun, was immer wir wollen. Das sagte ich zu deiner Mutter, bevor ich sie besorgt habe. Was tust du da? Das Messer ist besser als Mutters. Du tötest gegen meinen Wunsch. Reiß dich zusammen. Aber du hast mich das Töten gelehrt. Ich hab dich gelehrt zu überleben. Wir sind Götter, Junge. Das macht uns zum Ziel. Du bist von jetzt bis in alle Zeit gezeichnet. Ich lehre dich das Töten, ja. Aber nur zum Selbstschutz. Niemals zum Vergnügen. Er hat doch eh niemandem was bedeutet. Was soll's also? Es hat Konsequenzen, einen Gott zu töten! Warum? Woher weißt du das? Woher weißt du das? Hüte deine Zunge. Verstanden? Von mir aus. Warum gehen wir hier lang? Haben wir etwas übersehen? Werde nicht übermütig, Junge. Wenn Modi uns finden konnte, kann Baldur nicht weit sein. Gut, ich habe was mit ihm zu klären. Nein, hast du nicht. Du wirst ihn mir überlassen. Damit du ihn töten kannst. Weil wir das mit unseren Gegnern machen. Richtig? Weil er sonst uns tötet. Ich werde nur tun, was nötig ist. Und ich helfe. Nein. Warte! Ah!
Langsam wird's öde. Oh ja, dieser Raum. Aber wie kommen wir rauf? Meinst du mich? Dachte, dir gefällt mein Tod nicht. Du beherzigst meine Lehren nicht. Ich habe alles getan, was du wolltest, und ich wollte nur die Wahrheit. Woher hast du die Feuerklingen? Wozu verstecken? Du sagst, Götter zu töten hat Konsequenzen. Hast du einen damit getötet? Wen hast du von Magni noch getötet? Wie viele? Hörst du mich? Ich höre dich.
Und über diese Themen reden wir nicht. Bedränge mich nicht, Junge. Ist gut. Mimir, weißt du was? Ich weiß jetzt alles, was ich wissen muss. Ich muss nichts mehr dazulernen. Ah, gratuliere. Seid gewarnt! Die Tunnel in den Wänden hier oben zeigen frische Drachenspuren. Den Drachen haben wir getötet. Ah, tatsächlich. Gut, erzählt mal. Hier, Junge.
Was steht da? Da steht: Wecke ihn nicht. Was soll's? Wir haben andere in diesem Berg getötet. Wer will noch eine Kostprobe? Oh.
Junge,